Somit starten wir zum Workshop Erfolgreich handeln mit charttechnischen Formationen. Willkommen an dieser Stelle, liebe Teilnehmer. Und es ist schon kurz nach 11, insofern lasst uns keine Zeit verlieren. Ansonsten hier einfach generell auch nochmal der Hinweis. Ich bin mir nicht sicher, wie ihr genau zu diesem Webinar gekommen seid, per Newsletter, Social Media Offerten oder dergleichen. Generell lohnt der Blick hier auf Research unter Webinare, Events, um einfach auch zu schauen, was wir denn so hier tagtäglich in Sachen Livestreams und aber natürlich auch Webinaren aufstellen, an den Start bringen. Und jetzt seid ihr hier, wie gesagt, mit mir hier 11 Uhr am Start. Wir haben aber auch den täglichen Trading Room und natürlich auch meine JFD-Devisenradar-Live-Sendung, Live-Sendung auch DAX Long Short. Schaut hier einfach auf unsere Research-Seite ein Stück weit umher, was wir euch hier bieten können. Und wie gesagt, bei uns bei JFD ist ja auch wichtig, dass der Kunde Erfolg hat, Ideen hat, Ideen entwickelt, selbstständig handelt. Und da sind wir im Prinzip beim Thema eben dessen, dass wir hier neben dem Marktzugang, den wir euch bereitstellen, natürlich auch eben Rüstzeug an die Hand geben wollen. Und hier vielleicht auch die Frage in die Runde, wer von euch handelt denn schon mit dem heutigen Themenschwerpunkt, mit dem Thema rund eben um die Formationslehre? Ist da schon jemand auf Tuchfühlung? Gibt es da sozusagen Lieblingsformationen oder Formationen aus der eigenen Erfahrung heraus, die hier großen Anklang finden? Also ich sage mal ganz pauschal, die bekannteste Formation sollte einem jeden schon mal geläufig sein. Auf die gehe ich im Übrigen auch hier ein. Das ist die Schulter, Kopf, Schulter. Das sind klassische Chartenmuster, aber vielleicht hat der eine oder andere ja hier auch nochmal sozusagen ein Special oder ein gewisses Feature für sich entwickelt, um zu sagen, hey, ich handle diese oder jene sehr, sehr gern, beziehungsweise habe damit gute, Schrägstrich, schlechte Erfahrungen gemacht. Ansonsten, Klaus, eine Aufzeichnung gibt es nicht immer, aber in dem Fall ist geplant, dass wir die Aufzeichnung hochladen und im Prinzip, dass die zur ja, Nachbeschau auch für alle, die jetzt nicht am Vormittag dabei sein konnten, dem Ganzen sozusagen dann auch noch frönen dürfen. Also soll es geben, wenn das jetzt hier mit der Übertragung und auch der Qualität passt. Das muss man natürlich im Nachgang dann nochmal bewerten. So, jetzt aber Einstieg ins Thema, liebe Leute. Workshop, das soll heute Thema sein. Wie gesagt, ihr seid auch aufgerufen, Fragen zu stellen. Ansonsten seht ihr hier unten Teil 2 des Konzepts der technischen Analyse. Ein jeder, der mich vielleicht schon ein Stück weit kennt, weiß ja, dass ich selber sozusagen schon lange am Markt aktiv bin. Insofern müsste jetzt auch gleich der nächste Slide so eine Art Kurzvita sein. Genau, da haben wir es. Ihr seht hier im Prinzip meinen Werdegang der letzten, ja dann doch schon 2 Jahrzehnte, kann man sagen. Unglaublich, aber wahr, wie die Zeit dahin zieht. Nichtsdestotrotz bin ich ja schon sehr, sehr lange kapitalmarktaffin. Und ohne zu viel in der Vita jetzt da hier zu verlieren, ist es grundsätzlich so, dass ich mich natürlich schon sehr frühzeitig mit der charttechnischen Analyse auseinandergesetzt habe und eben auch hier erkannt habe, dass diese durchaus Vorteile bringt. Es ist kein heiliger Gral, um Gottes Willen, aber es ist im Prinzip etwas, was man nutzen kann, um am Markt eine gewisse Beständigkeit, auch eine gewisse Routine zu entwickeln, die einem hier durchaus hilft. Und insofern muss man hier einfach auch überlegen und sich eben hier auch ranarbeiten an die Technik. Und Workshop Teil 2 heißt nichts anderes, als sich im Rahmen meiner Entwicklung, ihr seht es hier unten auch, dem bevorzugten Baukasten von mir der technischen Analyse, hier TA steht für technische Analyse der Werkzeuge, mir hier selbst so ein Stück weit zusammengebaut habe. Und das Konzept der technischen Analyse, gehen wir nochmal hier auf die Startfolie, ist praktisch so ein Grundstein, Vehikel für die Vorgehensweise am Markt mit der Charttechnik. Das heißt, hier gibt es 4 verschiedene Teile. Der erste ist der Trend, der zweite ist die Formation. Der dritte sind Indikatoren und Candlestick-Muster und der vierte sind die Zeitebenen, um es jetzt mal kurz runterzureißen. Jetzt sind wir im Teil 2 der Formationslehre. Wer hier Interesse hat, nochmal die ganze Serien oder die Teile auch zu wissen, da sind wir jetzt auch in solchen Serien-Features. Ihr werdet das vielleicht wissen, aus April, Mai heraus hatten wir ja Marktchancen erkennen, eine Serie mit Markus, Andreas und mir, wo wir im Prinzip auch hier wieder Rüstzeug für die Märkte an die Hand gegeben haben. Und wie gesagt, das ist eine Serie, die wir hatten und jetzt planen wir in Zukunft weitere Serien. Und wer von euch da Interesse hat, das Konzept der technischen Analyse von Teil 1 bis Teil 4 zu erfahren, hier einfach kurze E-Mail an den Support und dann werdet ihr praktisch den zweiten Teil, den ihr heute erfahrt, nochmal erleben, Schrägstrich dann die anderen 3 ergänzenden Teile erfahren dürfen. Und das ist im Prinzip etwas, das Konzept der technischen Analyse, was mir den Blick auf den Markt gibt, um eben hier, ich sag's mal, einen Blankoschart, egal ob im Timeframe 5 Minuten oder eben auch im Stundenchart Tage oder Wochen, hier eine Orientierung zu finden. Ja, es ist wie gesagt nicht der heilige Gral, das Konzept der technischen Analyse oder Charttechnik selbst, aber es ist eine Ergänzung, die hier gerade unter Risk- und Money-Gesichtspunkten Money-Management-Gesichtspunkten, hier eben erlaubt, etwas,
ja, gezielter vorzugehen und überdies auch erlaubt, hier Prognosen auszuwerfen, die, und das kann man uns ja wohl ganz ehrlich eingestehen, die reine Fundamentalanalyse von Aktien oder auch, ja, verschiedenen Indizes, wenn man es mal auf Länderbasis betrachtet, einfach nicht zulässt. Ja, das kann man mit der Charttechnik viel besser ableiten und auch hier Trigger, Marken setzen oder auch gewisse Momentumbewegungen antizipieren, wenn denn gewisse Levels gebrochen werden. Das ist, wie gesagt, kein Hexenwerk und ich stemme mich hier auf jeden Fall gegen die ganzen Basher der technischen Analyse, denn klar ist, dass es hier auch keine 100% Trefferquote geben kann, Schrägstrich wird. Am Ende muss man das mit eigenen Risk- und Money-Management-Parametern justieren und das kann man eben in Verbindung des Charts hervorragend tun. Und das, wie gesagt, ist auch etwas, wo wir jetzt eben drauf eingehen. Und ihr seht hier unten meinen Baukasten, den kann sich so ein Stück weit jeder selber auch erarbeiten, entwickeln und sozusagen auch kreieren. Das sollte man im Übrigen auch tun, damit man sozusagen seinen eigenen Handelsstil definiert. Das fängt eben mit dem Timeframe an, das geht auch in die Richtung, was für Werkzeuge nutze ich, welche Methodik lege ich an den Tag, wie gehe ich vor, was ist mein Ablauf, was ist die Routine. Und dazu braucht man eben gewisse, ja, Werkzeuge und die sollte man sich aus dem Baukasten der technischen Analyse einfach rausziehen. Für mich ist die Price Action das, was zählt. Hinzu kommen eben noch Saisonalitäten, wo ich großer Fan bin. Und am Abschluss haben wir auch die Fuzzy-Vektorlogik, eine künstliche Intelligenz, die ich dann auch nochmal zeigen werde. Denn ich kann euch direkt sagen, hier haben wir Gott sei Dank nach längeren Verhandlungen und auch Abstimmungen dieses Tool exklusiv für JFD-Kunden kreieren können. Ja, Gott sei Dank muss ich sagen, weil ich das Tool schon seit vielen, vielen Jahren kenne und gerade für Intraday-Aspekte ist dieses interessant und dieses fußt auch anhand von Formationen. Ja, das passt auch zum heutigen Thema. Dazu dann aber später mal mehr. Jetzt erstmal eben in die Thematik hinein. Grundsätzlich müsst ihr verstehen, dass Charttechnik Proportionen, Wiederholungen, Verhältnisse, sozusagen vergangenheitsbezogene Entwicklungen wiedererkennbar zu machen für die Zukunft ist. Und um nichts anderes geht es. Und mit den charttechnischen Mustern, die ich heute hier, sage ich mal, die präsentesten auch definieren werde, da geht es im Prinzip genau darum, dass man mit diesen Mustern ja einen Vorteil erlangen kann. Nicht hundertprozentig hat, aber Vorteil erlangen kann, weil man eben hier vergangenheitsbezogene Verhältnisse sozusagen ja, anwendet. Und dazu kommt hier im Rahmen der Proportionslehre und da Vinci, dass man eben auch mit Fibonacci, das ist etwas sehr, ich sag's mal, für den einen oder anderen ja aus der Kunst herausleitend, da habe ich im Übrigen auch eine eigene Webinarreihe zu den Fibonacci-Zahlen, Schrägstrich auch zu den Harmony-Pattern, die man dann da noch ableiten kann. Aber hier geht es auch wieder um Proportionslehre und Wiederholungsmuster, die einem einfach einen Vorteil verschaffen. Und das sind Dinge, die funktionieren nicht erst seit 50 Jahren, sondern die gibt es eben schon lange, lange. Und am Ende des Tages ist es eben Massenpsychologie, was wir an den Märkten erleben. Und diese eben in den Chart gepresst, in die Price Action, zeigt uns einfach an, ist der Markt in einem Momentum? Hat der einfach Drive? Gibt es hier Euphorie, Panik? Vielleicht im gegenteiligen Fall, wie wir es eben im Februar, März bei der Crash-Situation gesehen haben. Und das sind Dinge, die kann man eben sehr schön handeln. Ja? Und muss man sich eben auch mit Betrachtung des Charts vergegenwärtigen. Und das Konzept der technischen Analyse baut da eben drauf. Hier nochmal von mir eben die angesprochenen Thematiken, worum es geht. Und hier auch nochmal ein kleiner Link zu dem, wo ich mich auch heute ein Stück weit drauf fuße, weil ich mache hier keine Kaffeesatzleserei, sondern das, was ich hier für euch kreiert habe und vorstelle, fußt auf, sage ich mal, wissenschaftlichen Backtests und auch Auswertungsreihen, die hier Thomas Bulkowski, der Herr hat auch zwei Enzyklopädien über Charttechnik beziehungsweise Formationslehre und Candlesticks geschrieben. Die habe ich übrigens bei mir auch beide im Schrank. Das sind so 800, 900 Seiten Werke. Das ist nichts, wo man jetzt irgendwie liest oder ein Roman, sondern das sind Nachschlagewerke. Und da hat er im Prinzip den US-Aktienmarkt anhand von eben dem Fall jetzt Formationsanalysen direkt bestimmt. Und diese Seite, die ihr hier seht, die gibt euch sozusagen auch das Ganze in Kurzform mal wieder. Und darauf fußen auch meine Erkenntnisse. Neben dem, dass ich natürlich die Enzyklopädien auch bespielt habe, sind das wichtige Erkenntnisse. Und wie gesagt, das ist so ein Stück weit hier das Rüstzeug, was ihr braucht, liebe Leute, um am Markt eben auch euch am Markt-Chart zu bewegen. Ganz vorne steht der Trend und dann kommt der ganze restliche aufbauende, sage ich mal, Teil, der dann am Ende zur Ableitung eines Trades führen sollte. So, heute, wie gesagt, Schwerpunkt Formationsanalyse. Und da steigen wir doch gleich mal ein in die Thematik. Was ist Formationsanalyse? Woher kommt es? Klar wird jeder schon mal hier so eine gewisse, sage ich mal, Schulterkopf-Schulterformationen gesehen haben. Die Analogie zum Menschen ist hier wieder sehr, sehr nahegestellt. Links Schulter, rechts Schulter, in der Mitte der Kopf. Es gibt auch die inverse, also die umgekehrte Schulterkopf-Schulterformation. Und das sind im Prinzip diverse
klassische Formation, eben auch hier mit dem symmetrischen Dreieck oder auch Formationslehre im Rahmen von Range-Bewegungen, die man im Prinzip eben anhand des Charts lokalisieren kann und der einem eben hier ja, einen Vorteil in einer gewissen Art und Weise der Vorgehensweise gibt. Und deswegen ganz wichtig, dass man hier mit diesen Mustern eben immer wieder auch sehr schön Chance- und Risikoverhältnisse bemessen kann. Ja, so eine Range erlaubt einem ganz klar ein Trigger-Level, Schrägstrich hier eine Pullback-Situation, wo man sozusagen nochmal ja im Nachgang in einen möglichen Ausbruchslevel einkaufen kann. Dann weiß man aber auch, hey, wo setze ich denn hier den Stopp überhaupt und welche Proportionen auf der Oberseite erlauben mir hier die möglichen Auflösungen dieser Chartformation. Und das ist natürlich etwas, wo man einfach sehr, sehr hervorragend anhand des Charts ableiten kann. Und somit, was erwartet Sie denn jetzt in den nächsten Minuten? Konkret geht es eben um das Thema Einstieg ins Chartmuster. Warum Chart nicht gleich Chart ist, beziehungsweise die Unterscheidung von Trendmustern sind wichtig und dann eben auch durchaus, wenn es die Zeit zulässt, Chartbeispiele und Facts, beziehungsweise vielmehr eben auch der Hinweis zum Pattern, beziehungsweise der Pattern-Analogie. Lasst uns jetzt hier einsteigen rund um die Chartmuster und da gehe ich auch relativ schnell durch. Ich will ja nicht wie ein Maschinengewehr abfeuern, aber wir haben wie gesagt einiges an Themeninhalten und wer von euch wie gesagt eine Frage hat, zwischendurch immer wieder auch gern reinschießen. So, für mich selbst, ich bin technischer Analyst, wie ihr in der Vita gesehen habt, habe mich da auch zertifizieren lassen zu, alles fein. Man braucht nicht unbedingt das Wissen um 1000 Indikatoren, aber man muss wissen, dass der Chart für uns natürlich hier die aktuellste Wahrheit ist. Und das ist auch die ausdrücklichste Wahrheit, die einen Chart nämlich verursacht. Man nennt es nämlich Preiseffizienz. Der Chart ist das Spiegelbild aller Marktteilnehmer. Ja, es ist nichts anderes als eben das, was der Markt gegenwärtig bereit ist für einen Index, für einen Future, für einen Devisenpaar oder für eine Aktie zu zahlen. Und am Ende sind es das Tauziehen der Gefühlswerten, Welten. Weil es ist eben genau das, was Börse ausmacht. Man handelt die Zukunft, ja, man handelt Spekulation, man handelt Ideen, ja. Schaut euch Tesla an, schaut euch gewisse Aktien an, die schwarze, schön wär's, rote Zahlen schreiben, aber eine Milliardenbewertung haben. Wie geht denn das? Das ist gerade bei Technologiewerten natürlich ein anderes Case als bei, sage ich mal, klassischen Rohstoff- oder Versorgerwerten. Aber es ist etwas, wo man sich einfach auch anschauen muss. Und das Gefühlsbild, ich kombiniere das Spiegelbild mit dem Gefühlswelten der Menschen, ist natürlich genau das, was man hier sozusagen zusammenpackt und am Ende im Chart sieht durch eben hier das Preisverhältnis und bei Aktien interessant auch noch die Umsatzkurve. Sprich, haben wir steigende Preise bei steigenden Umsätzen, Schrägstrich vielleicht genau das Konträre dazu, fallende Preise bei steigenden Umsätzen. Das sind auch Indikationen, die man anhand Preis-Umsatz-Ablesungen wahrnehmen kann. Und am Ende des Tages, liebe Leute, ist das alles nichts anderes als Ausdruck menschlichen Verhaltens. Das ändert sich auch nicht, wenn wir den Hochfrequenzhandel dazu nehmen. Weil am Ende wurden hier selbst die Algorithmen dazu programmiert, gewisse menschliche Ideen umzusetzen. Ja, und das dürfte sich auch in Zukunft nicht ändern, weil die Märkte, sobald sie ja wirklich voraussagbar wären, nicht mehr funktionieren würden. Ja, weil es braucht immer einen Käufer und Verkäufer. Es braucht verschiedene Intentionen. Und das, wie gesagt, ziehen wir uns aber auf den Chart im Rahmen der Preis-Action visuell vor Augen, was die Massenpsychologie der Menschen aller Marktteilnehmer eben sozusagen auszeichnet. Und jetzt, bevor wir zu den Formationen kommen, ein bisschen Basic. Weil jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, was ist denn das jetzt? Aber Chart ist nicht gleich Chart. Das ist etwas, wo ich sage, gerade wenn man einsteigt in die Thematik, beschäftigt man sich wahrscheinlich nicht mit diesem Thema, aber gerade bei großen Timeframes, also großen Zeitfenstern, ich rede jetzt hier vom Wochen- und Monatschart, mit großen prozentualen Veränderungen ist das ein kleiner, aber feiner Unterschied. Denn man muss wissen, liebe Leute, es gibt halblogarithmische Charts und lineare Charts. Das ist grundsätzlich von der Definition her erstmal die Frage, was ist jetzt hier der Unterschied? Man sieht auf jeden Fall hier links den logarithmischen Chart, also halblogarithmisch insofern, dass man hier die Preisachse entsprechend logarithmisch darstellt. Und linear ist das eben nicht der Fall. Der Unterschied ist hier ganz klar erkennbar, dass in diesen, ich nenne es jetzt immer logarithmischen Charts, weil das ist immer die Auswahloption, die man in der Regel hat, hier die prozentualen Veränderungen immer gleich groß sind, was dazu führt, dass man hier auf der Preisskala eine gewisse Abweichung wahrnimmt, die bei einem linearen Chart nicht der Fall ist. Hinzu kommt, dass gerade wenn man auf Big Picture Charts große Timeframes, Trendlinien zieht, das Ganze hier bei logarithmischen Charts einfach möglich ist, hingegen bei linearen nicht. Das hängt eben in der Chartdarstellung zu, hängt mit der Chartdarstellung zusammen.
Und der Trendlinienvergleich ist im Prinzip da eben genau der Unterschied. Also hier werden in diesem logarithmischen Chart, wird die Kursachse sozusagen logarithmisch dargestellt und die prozentualen Veränderungen sind immer gleich groß. Und das ist genau der Unterschied. Ja, halblogarithmisch, weil die Zeitachse natürlich hier linear läuft. Aber grundsätzlich hier liegt der kleine, aber feine Unterschied. Das wird im Übrigen auch jemanden, der im Intraday-Chart unterwegs ist, überhaupt nicht auffallen oder relevant sein. Wie gesagt, die prozentualen Veränderungen machen hier sozusagen den Unterschied und da ist genau wichtig, dass man das eben schon mal weiß. Einfach mitnehmen, es gibt logarithmische Charts und lineare. Die Profis nutzen generell logarithmische Charts, eben gerade in Big Picture-Analysen, wobei die linearen immer schöner aussehen, wenn man das darstellt. Einfach weil es dynamischer nach oben geht. Aber grundsätzlich muss man sich das einfach so vor Augen führen und nehmt das mal mit, dass Chart nicht gleich Chart ist, weil da liegt tatsächlich der kleine, aber feine Unterschied. Und ich gebe euch hier nochmal ein konkreteres Beispiel, eben im Rahmen der, jetzt haben wir die Seiten mal getauscht, damit das Gehirn auch ein Stück weit flexibel bleibt, nicht wahr? Rechte, linke Hälfte. Jetzt haben wir linear links und halblogarithmisch rechts. Und wir sehen hier die Unterscheidungen. Ja, das ist eben die Darstellung, hier die Preisachse und hier eben linear die Preisachse, das Preis Level bleibt das gleiche, aber es ist im Prinzip der Abstand der prozentualen Veränderung, der sich hier eben deutlich unterschiedlich darstellt und man auch einen anderen Eindruck vom Chart bekommt. Und Formationen, liebe Teilnehmer, sind eben in jedem Timeframe sichtbar. Und auch hier nochmal eine Rahmeninformation. Gerade wenn man von Formationen spricht, ist es enorm wichtig, dass man hier mit dieser Formationslehre bei größeren Timeframes natürlich mehr Volumen mit drin hat, mehr zeitliche Daten und hier die Relevanz einer Chartformation auf einem Wochenchart zum Beispiel viel größer ist als auf einem 5-Minuten-Chart. Ja, also ob fallendes Dreieck, steigendes Dreieck, Wimpelformation, was auch immer. Diese Formationen sind in der Aussagekraft präsenter, je höher das Timeframe, je mehr Volumen, je mehr Aufmerksamkeit. In den kleinen Timeframes sind diese auch zu verwenden, aber von ihrer Präsenz und Wirksamkeit nicht ganz so gleichzusetzen. Das mal auch mitnehmen an dieser Stelle. Und wie gesagt, wenn ihr Charts zeichnet, dann gerade im großen Timeframe gern logarithmisch nutzen, weil dann das Trendlinienziehen einfach besser ist, funktioneller und auch wirksamer. Und die Profis machen es im Prinzip auch. So, wenn wir zur Formation kommen, ganz kurz mal die Einteilung von Trends. Wie gesagt, das Trendthema ist beim Konzept der technischen Analyse eine eigene Baustelle sozusagen. Und hier möchte ich an der Stelle darstellen, wie man mal simple Trends zeichnet. Ihr müsst natürlich immer, wenn ihr auf den Chart schaut, wissen, wo ist denn gerade die Trendlage? Ja, das ist wichtig. Und man kann simpel langfristige Trends feststellen, indem man vom Chart links unten nach rechts oben eine Trendlinie zieht. Aber zwischengeschaltet gibt es da noch mittelfristige Trends, die man sich einfach mal vor Augen führen darf. Und ich sehe gerade, Heidrun, Grüße an der Stelle, willkommen. Das war allerdings eine Meldung schon vor einigen Minuten. Steffen, du solltest mich hören. Ansonsten Christian Namensvetter auch, Grüße an der Stelle. Sehr gut, auch wenn ein bisschen spät, wir sind schon im Flow drin. Nichtsdestotrotz hier Trendgeschichte für euch sehr, sehr spannend, weil darum geht's ja. Als erstes, was ihr euch anschauen müsst, Konzept der technischen Analyse haben wir es wieder. Ihr müsst erstmal wissen, wo stehen wir denn hier auf der Landkarte, okay? Was ist der langfristige Trend? Was ist der mittelfristige Trend? Und welche Überraschung, was ist der kurzfristige Trend? Ja, also wir müssen momentan, je nachdem, in welchem Timeframe ihr unterwegs seid, erstmal eine Trenddefinition haben. Ihr müsst wissen, wohin zeigt denn der Trendfall? Und es gibt eben hier super, Steffen. Es gibt eben hier an der Stelle die Unterscheidung zwischen mittel-, lang-, schrägstrich kurzfristigen Trends. Und das muss man sich vor Augen führen. Okay, jetzt kleine Preisfrage, liebe Leute. Welche Unterscheidung von Chartformationen, und das ist ja heute das Thema, Formationsanalyse, gibt es? Könnt ihr mir hier eine Unterscheidung von Mustern mal in den Chat schreiben? Hier mal wieder ein bisschen Interaktivität. Kurz mal nachdenken, was meint der Kämmerer womit Unterscheidung von Mustern. Also, es gibt ja verschiedene Formationen und dann gibt es eben verschiedene Muster. Und wie kann man diese Muster unterscheiden? Jetzt einfach mal kurz ein paar Sekunden in sich gehen und hier mal in den Chat Ideen reinhauen. Wie gesagt, falsche Antworten gibt es nicht. Einfach mal das Hirn sprühen lassen und ein Stück weit Informationen mal rüber senden. Wie schaut es denn da aus? Was meine ich denn hiermit? So, die ersten Ideen kommen schon. Wie gesagt, jeder aufgerufen. Wir sind ein relativ großes Auditorium. Da kann schon jeder mal mitmachen. Falsche Fragen oder vielmehr Antworten in dem Fall gibt es nicht.
Aber ich will euch natürlich auch abholen für den, der es jetzt nicht weiß. Übrigens eingangs auch ein Stück weit Feedback schon erhalten, wer eben Chartmuster nutzt. Es sind erstaunlich wenige. Also entweder haben sich ein Teil eben auch zurückgehalten, aber ich hatte hier viele Neins oder eben keine Meldung. Es gab nur, was war das jetzt? Ich glaube, 6 oder 7 Meldungen, die Chartmuster nutzen. Das ist wirklich verschwindend gering. Also wer hier von euch da nochmal auch ein Feedback gibt, nutzt ihr denn schon Formationen? Wenn ja, dann einfach das Ja reinschreiben. Schrägstrich, wenn ihr hier eine Antwort drauf habt auf die Unterscheidung von Mustern, auch da das Feedback geben. Grundsätzlich, aber hier schon mal ein Stück weit von denen, wo das nutzen. Entweder habt ihr schon mal ein Webinar von mir teilgenommen oder aber ihr habt es einfach gelernt und wendet es richtig an. Denn de facto, ganz wichtig an der Stelle, ihr müsst, und da gehe ich ein Stück weit auf die vorherige Folie ein mit der Trendgeschichte, wissen, wohin der Trend zeigt. Denn, oh, welche Überraschung, es gibt Trendumkehrformationen und Trendbestätigungs-/Fortsetzungsformationen. Und das ist genau das Ei des Kolumbus an der Stelle. Wir haben genau hier den Ansatz, dass man sagt, okay, Formationen per se sind schon mal interessant, aber ich muss auch erstmal wissen, wie ich die Formation auf die entsprechende Trendbewegung anwende. Und das ist wichtig, dass ihr euch vorher einfach klar seid, unabhängig vom Timeframe, was ist denn der Trend, wo wir gerade sind? Denn eben Muster tauchen auf im Rahmen einer Trendbestätigung. Okay, dieses Muster sagt mir, dass der Trend sich weiter fortsetzt. Oder aber es gibt eine Trendumkehrsituation, wo der Chart die Price Action und sagt, Vorsicht, hier kann der Markt drehen. Und das ist einfach etwas, auch mitnehmen heute, wichtig für den Workshop. Okay, neben dem, es gibt logarithmische und lineare Charts. Alright, wir haben hier auch Unterscheidung von Trendmustern, nämlich Umkehr- und Fortsetzungsgeschichten, die im Bezug des Trends zu sehen sind. A und O für die Bewertung von Analysen und auch entsprechenden Formationen. Und da kommen wir jetzt zum Beispiel. Werden wir ein Stück weit konkret. Ich gebe euch jetzt mal hier eine kleine Aufschlüsselung von bekannten Umkehrformationen. Soll heißen, wir sind in einem intakten Trend. Der Markt läuft in unsere gewünschte Trendrichtung. Wir haben Momentum, alles fein. Doch dann tauchen Formationen auf, die hier eine gewisse Umkehr einleiten könnten. Ja, da muss man wieder, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig und im Konjunktiv sprechen, weil wir wissen alle nicht, ob es tatsächlich eintritt. Am Ende des Tages ist es aber eine wichtige ergänzende Information, wenn man sieht, das Chartmuster erschöpft sich im Rahmen einer Trendbewegung und dann schwupp kommt eine Trendumkehrformation. Finde ich hervorragend, ist eine hervorragende Möglichkeit, ein Setup entsprechend umzusetzen. Manfred, du kannst auch keinen Chart sehen, weil hier oben eigentlich erstmal nur das steht und jetzt sehen wir noch keinen Chart, sondern vielmehr die Aufschlüsselung der Trendumkehrformation. Ihr habt sicherlich schon alle von der Kopf-Schulter-Formation gehört. Da gibt es übrigens auch noch eine kleine Vielzahl, die ich euch gleich zeigen werde. Aber SKS abgekürzt. Die klassischste Formation schlechthin. Manche sagen, funktioniert nicht, weil sie schon von zu vielen Marktteilnehmern gesehen wird. Das muss man, wie gesagt, auch mit einer gewissen Routine und auch einer gewissen Feinfühligkeit bewerten, denn die Formationen selber sind zu Teilen auch subjektiver Natur. Das soll heißen, es gibt keine idealtypischen Ablauf. Gibt es schon, aber nicht in der Masse der Fälle. Das heißt, hier braucht man noch ein bisschen Kreativität, Schrägstrich muss auch, und das ist das Subjektive, was viele Leute mit der technischen Analyse verteufeln, nach dem Motto, ah, das ist ja überhaupt nicht relevant, statistisch genau prüfbar. Dem hat Bulkowski entgegengewirkt, er hat es nämlich statistisch ausgewertet. Und nichtsdestotrotz muss man hier einfach eben den Schlussstrich ziehen, dass man sagt, okay, es ist ein Vorteil. Aber man muss auch eine gewisse Ideologie im Rahmen der Entwicklung solcher Formationen eben erschaffen. Und da gehört auch Routine und Übung dazu. Das heißt, man muss sich natürlich hier konditionieren, um auch solche Formationen zu entdecken, Schrägstrich mit einem Blick zu erhaschen. Das bedarf Übung, aber es ist wie bei allem auf dieser Welt, von nichts kommt nichts. Und man muss natürlich auch ein Stück weit investieren, beispielsweise ins Trading und in sich. So, jetzt haben wir hier die Formation, die wir entsprechend eben als Umkehrformation definieren können. Und hier habe ich zwei unterstrichen, um diese euch auch mal grafisch im Idealverlauf zu zeigen, okay? Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind mal die bekanntesten hier an der Stelle. Und Schulter, Kopf, Schulter deswegen, weil sie natürlich einfach auch eine hervorragende Darstellungsmöglichkeit ist, die jetzt idealtypisch sichtbar wird, aber im Prinzip auch genauso auch erkennbar scheint. So, und jetzt kommen wir aber, bevor wir zur Schulter, Kopf, Schulter direkt gehen, hier auf verschiedene Vielfalten dieser Natur. Ja, es gibt die klassische Schulter, Kopf, Schulter am Ende eines Aufwärtstrends. Ja, das heißt eine obere Top-Formation, die eine Umkehr nach unten einleitet. Dann gibt es die Inverse, wie eingangs auch schon dargestellt, nämlich am Ende eines Abwärtstrends. Soll heißen, hu, wir sind in einem
Abwärtsimpulskorrektur, der Markt oder was auch immer fällt schon seit Tagen, Wochen, Monaten und dann sieht man aber auf der Südseite eine Bodenbildung. Ja, fantastisch. Das ist dann durchaus möglich, dass wir eine inverse SKS sehen, die dann entsprechendes Potenzial auf der Oberseite generieren kann. Dann gibt es noch die komplexeren. Und das meinte ich ein bisschen mit der Individualität/Subjektivität, dass man hier natürlich auch Muster noch, ja, man muss im Prinzip nicht irgendwas reininterpretieren, man muss suchen und finden, aber man muss auch wissen, was man sucht. Und wenn man das hat, dann kann man auch, sage ich mal, komplexere Formationen suchen, eben hier mit zwei Schultern oder mit zwei Köpfen, Medusa lässt grüßen. Aber man kann hier natürlich auch Ableitung treffen. Am Ende ist es auch hier wieder die Fähigkeit des Traders, Händlers, hier auch da die Streu vom Weizen zu trennen. Und da ist es aber wichtig, sich einfach dem bewusst zu werden, dass es hier auch natürlich eine gewisse Vielfalt gibt im Rahmen von eben abweichenden Formationen. Aber fangen wir doch mal mit der klassischen Formation an, um euch das auch ein Stück weit zu visualisieren. Wir fangen klarerweise mit einem Aufwärtsimpuls an, weil die Schulter-Kopf-Schulter ist ja eine Umkehrformation im Rahmen einer Aufwärtsbewegung, die mal typischerweise anhand markttechnischer Gesichtspunkte mit einem Hochpunkt, mit einem tieferen Hoch, hier ist das erste Tief beispielsweise, zweites Tief, hier wird das letzte Hoch gebrochen, okay, intakter Aufwärtstrend nach Ross, Dow oder eben auch Markttechnik, Trend intakt, alright, warum soll ich jetzt hier handeln? Dann gibt es einen Abwärtsimpuls, der uns erstmal sagt, okay, es kann eine Konsolidierung sein, solange hier der letzte Tiefpunkt nicht unterschritten wird, ist die Lage durchaus noch positiv einzuschätzen, obgleich auch hier wieder mit Trendlinien, Stichwort Trendlinien, wie gesagt, diese sind durchaus subjektiv, aber geben auch mit Trendlinienbrüchen Indikationen, dass eine Trendumkehr anstehen kann, beziehungsweise sich einfach die Price Action jetzt in einen anderen Modus begibt. Ja, es kann seitwärts oder in dem Fall jetzt dann auch abwärts sein. Wir wissen es momentan nicht. Aber wir sehen hier die Entwicklung der Price Action, einfach mal im linearen Chart dargestellt, was passieren könnte. Und dann kommt die Situation, aha, das Support Level XY hier auf diesem Niveau hält schon mal. Das heißt, okay, wir sehen jetzt hier eine mögliche Bodenbildung und der Aufwärtstrend, hier dazwischen geschaltete, sag ich mal, Seitwärtskonsolidierungsphase, ist jetzt vielleicht beendet und der Aufwärtstrend setzt sich fort. Kann passieren. Hingleich der Formationsreader, der einfach weiß, okay, ich schaue hier auf gewisse Formationslehren und Muster, fängt hier schon an, eine Schulter-Kopf-Schulter zu interpretieren. Warum? Weil wir hier den Schulterimpuls haben, ein höheres Hoch ist der Kopf und dann möchte eventuell der Markt nicht steigen, sondern nach unten kippen und es bildet sich hier gegebenenfalls die rechte Schulter aus. Um das zu untermauern, auch weil wir jetzt schon wieder in der menschlichen Füße sind, schwupp, gibt es hier eine Nackenlinie. Das ist so eine Indikation. Die Nackenlinie kann im Prinzip auch übrigens schräger Natur sein. Das verleiht der Schulterkopf-Schulterformation noch ein Stück weit mehr Charme und Kessheit. Aber am Ende des Tages hat die Nackenlinie hier sozusagen den Supportwiderstand gebildet. Und jetzt ist genau der Triggerpunkt der, dass man sich überlegen kann, geht man jetzt schon spekulativ rein in der Absicht, dass die Schulterformation eine bärische Umkehrsituation hervorruft und fallende Preise initiiert? Oder warte ich auf den Break dieser Nackenlinie? Und das ist bei der Schulterkopf-Schulterformation der Trigger. Das heißt, mit diesem neuen Reaktionstief, und das ist hier auch, wie schon dargestellt, Dow-Theorie oder Markttechnik oder eben Rost, nach dem Motto dieses letzten Tiefs, wenn der gebrochen wird, hat man zumindest hier eine Umkehrbewegung, eine mögliche Pause in der Trendbewegung. Und mit diesem Bruch, dieser Unterstützung der Nackenlinie, der letzten zwei Tiefs, sind wir per se nicht mehr im Aufwärtstrend, was uns gegebenenfalls vorher hier schon die Trendlinie hat signalisiert und aber jetzt hier unterstrichen wird im Rahmen dessen, aha, der Markt kippt wirklich unter das letzte beziehungsweise die letzten beiden Bewegungstiefs. Und wenn das der Fall ist, ist Vorsicht angesagt, denn die Wahrscheinlichkeit, und dazu kommen wir dann auf die nächsten Slides, ist durchaus gegeben, dass der Markt jetzt fällt. Und das, wie gesagt, auch mit gutem Grund. Denn der Markt hat hier eine obere Topbildung absolviert und hat offensichtlich nicht die Kraft, hier entsprechend weitere Hochs zu markieren. Hier unten die Umsatzskala, gerade bei Aktien eben interessant, erkläre ich dann gleich nochmal im Nachgang. De facto jetzt aber, Bruch der Nackenlinie, Short-Signal, getriggert. Entweder war ich mutig und habe hier schon im Zuge des Rücklaufs hier dieser oder im Zuge dieser Ausbildung der rechten Schulter Entries gesucht, Stop-Loss dann hier über dem letzten Hoch klarerweise, hier in diesen Trade reinzukommen, dann bin ich schon dabei oder ich habe diesen Trigger genommen,
als Pending Order hier sozusagen ein Sale Trigger, der mich dann automatisch in den Markt reinschiebt, wenn hier sozusagen das Price Level unterschritten wird, dann wäre das Stop Loss klarerweise über dem letzten Hoch. Und dann ist es eben genau der Punkt, dass gerade die Schulter, Kopf, Schulter, und das weiß man eben, da man hier eben ja, statistische Nachweise erbracht hat, dass in rund 50% der Fälle ein Pullback erfolgt. Und das ist technisch eine grandiose Situation, wenn der Markt ein vorheriges, in dem Fall ist es ja eine Unterstützung gewesen, mit dem Durchbruch wird sein Widerstandsniveau und mit diesem Rücklauf an dieses jetzige Widerstandsniveau wird sozusagen ein Pullback erzeugt. Und dazu ist die Schulter-Kopf-Schulter-Formation auch geeignet, um sozusagen eine zweite Chance zu bekommen. Und wenn sowas abläuft, ist die Chance natürlich, ich sag's mal in Anführungszeichen, sicherer in diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation reinzukommen, als eben, wenn man hier oben schon versucht, der Ausbildung der rechten Schulter reinzukommen. Ihr seht, hier gibt es viele Möglichkeiten. Klassisch der Trigger aber erst gegeben, wenn die Nackenlinie durchbrochen wird und dann aber doch noch nicht zu spät, denn ein Pullback kann hier eine zweite Chance generieren, um dann, hoppala, im Anschluss an diese mögliche Rückkehrbewegung den eigentlichen Abwärtsimpuls zu erzeugen. Das ist genau das, worum es jetzt hier im Prinzip geht. Und ich sagte ja eingangs auch schon, Formation, Charttechnik gibt uns einige Vorteile an die Hand, die sozusagen die Fundamentalanalyse nicht mit sich bringt. Denn gerade durch charttechnische Formationen erlaubt es sich, Kursprojektionen auszuwerfen. Und da sind wir an dem Themenpunkt. Ja, wo setze ich in meinen Take Profit? Wo nehme ich Gewinne mit? Wo ist der Trade vielleicht an sich schon abgespult und gelaufen? Welches Potenzial besitzt der denn? Und das kann man mit Formation eben hervorragend bemessen, denn am Beispiel der Schulter, Kopf, Schulter gibt es die klare Intention, dass man von der Nackenlinie ausgehend bis zum Hoch, Bewegungshoch zur Ausbildung der Kopf, Schulter, einen Abtrag macht, sozusagen im Rahmen der Entfernung. Und genau dieses Level wird nach unten hin von der Nackenlinie wiederum abgetragen und das ist das potenzielle Ziellevel. Spricht nichts dagegen, dass der Markt noch tiefer fällt. Dieses Ziellevel muss auch nicht erreicht werden. Das kommt auch gleich dazu. Insofern empfiehlt es sich hier durchaus auch Money Management, hoppala, was für ein Knoten in der Zunge, Money Management Techniken anzuwenden, nämlich hier einen Trailing Stop sozusagen nachzuziehen. Ja, also es macht natürlich wenig Sinn, wenn der Trade hier Gewinn macht, den Stop noch hier oben zu lassen. Dann könnte man ihn schon auf das tiefere Tief nachziehen, um den Trade einfach ein Stück weit abzusichern, Risiko rauszunehmen und einfach mal zu schauen, okay, habe ich hier einen guten Trade oder nicht? Weil am Ende des Tages, liebe Leute, ist es auch wieder so, hier zählt nicht eine Formation, hier zählt nicht ein Trade. Am Ende des Tages geht es um Hunderte, vielleicht sogar Tausende Trades, die ihr hier am Tag, um Gottes Willen, im Jahr beispielsweise macht. Und insofern darf auch nie ein Trade personalisiert werden und sagen, oh, da kommt es jetzt drauf an, das ist jetzt schwarz oder rot, ja, das muss jetzt klappen. Nein, es ist einer von vielen Trades. Statistisch hat man mit diesen Formationen einen Vorteil, aber ob das so hinhaut oder nicht, ist wieder ein anderes Level. Hängt eben vom Markt ab. Es gibt auch Impulsbewegungen, die fehlleitend wirken, fallende Volatilitäten, die hier vielleicht noch reinspielen. Aber de facto, wenn ihr seht, dass so eine Formation anläuft, macht es auch Sinn, das Risiko rauszunehmen, ja? Weil klarerweise, wenn der jetzt hier in diesem Abwärtsimpuls dann doch wieder nach oben anfängt zu steigen, ohne vorher das Take-Profit-Level abzuholen, sollte man entweder einen nachgezogenen Stopp haben und sich verabschieden oder eben hier zumindest das Risiko minimiert haben, um dann sich dann beispielsweise von diesem Trade zu verabschieden. So da haben wir einfach mal die Situation. Achtet, wie gesagt, auf die Ausbildung der Schultergeschichte. Da haben wir hier nochmal die zwei Signale und der Abstand zur Nackenlinie. Also hier kann man schon intensiv Charts readen und dann eben auch checken, ob man eben solche Muster mal erkennt. So, Schultern idealerweise vom Abstand her auf gleicher Höhe, einfach nur von der Grundlogik hier, ist das idealtypisch, sowohl links wie rechts, muss allerdings auch nicht sein. Da haben wir den Punkt mit diesem schrägen Nackenlinienverlauf, der sozusagen hier noch zusätzlichen Charme verleiht. Jetzt will ich aber nochmal auf die Umsatzverhältnisse kurz kommen. Die seht ihr hier. Und das ist für euch schon mal ein wichtiger Input, auch gerade wenn man jetzt in Timeframes geht, die höhere Natur sind, speziell jetzt für Aktien. Klarerweise am Forex-Markt gibt es keine wirkliche Liquiditätskennzahl, hängt nämlich hier auch mit dem Broker zusammen. Hat der Broker hier einen großen Liquiditätspool, wie wir bei JFD, und ist der Broker eben kein Market Maker, der das alles ins eigene Buch nimmt und gegen euch handelt. Das tun wir alles nicht. Just Fair and Direct ist Motto und de facto ist es so, die Liquidität am Forex-Markt selbst ist eben hier nicht singulär zu definieren, wie jetzt zum Beispiel an der New York Stock Exchange oder an der Nasdaq oder am Xetra-Handel oder in Frankfurt an der Börse. Das heißt, hier ist es ein OTC-Markt, Over the Counter, das ist ein Interbankenhandel und da gibt es jetzt nicht den Marktplatz, der jetzt das
das Forex-Volumen definiert. Ja, jeder Broker hat seinen Marktzugang oder wenn er Market Maker ist, unglücklicherweise nicht. Und das ist im Prinzip das, was natürlich gerade am Devisenmarkt etwas anders ist, aber gerade für Aktien und Formationen und darauf beruhen im Prinzip auch die Details, die jetzt als nächstes kommen vom Thomas Bukowski im Rahmen der Auswertung zur Schulterkopf-Schulter. Hier ist es natürlich dann so, dass da primär bei Aktien die Umsätze auch sehr interessant sind. Und diese Umsatzgeschichten hier haben eben den Vorteil, dass man sagt, okay, der Aufwärtstrend ist intakt, wenn die, sage ich mal, Bewegung steigt, Price Action, Volumen geht hoch. Im Ideal dann Korrektur erfolgt, Volumen geht runter, okay, Trend immer noch intakt. Dann sieht man allerdings die Price Action weiter steigen, also neue Notierungen, neue Hochs, Dynamik, Momentum, aber die Umsätze sind nicht steigend, sondern sie sind fallen. Ihr seht das hier an diesen Tops. Diese sind ja, mit Trendlinien verbunden, einfach abwärts gerichtet. Und dann sieht man, oha, hier mit Ausbildung des Hochs fallen schon mal die Umsätze. Dann gibt es eine Abwärtsbewegung, geht es wieder leicht runter, die Umsätze. Und dann mit der Ausbildung der rechten Schulter sieht man, die Umsätze reichen längst nicht an die vorherigen Niveaus heran. Das heißt, die Käuferseite hat nicht den Kaufdruck und die Power sozusagen, die Masse der Käufer anzuziehen. Und trotz eben hier dieser Erholungsbewegung zeigt sich, dass das Volumen zurückgeht. Ein ganz klares Warnsignal. Und dann kommt es dazu, dass man hier gerade mit diesem Durchbruch unter die Nackenlinie, und das kann man ja auch so ein Stück weit selbsterfüllende Prophezeiung nennen, oder eben auch, dass manche doch durchaus auf die Charttechnik achten und ihre Stops entsprechend platzieren. Denn mit Einbruch unter die Nackenlinie, wie vorhin auch schon gesagt, haben wir nach Markttechnik, Ross oder Dow-Theorie einen Umkehrimpuls, also der Aufwärtstrend definitiv ist passé. Und dann ist es keine Überraschung, dass mit diesem Trigger auf der Südseite die Umsätze plötzlich hochschnellen. Und dann kehrt sich das Bild komplett um. Im Rahmen der Erholungsbewegung fallen die Umsätze wieder und wenn der das Pullback-Level erreicht und Verkäufe eintreten, werden plötzlich die Umsätze wieder hoch. Und das ist dann eine glasklare Bestätigung dafür, dass die Schulterkopf-Schulter getriggert wird, Schrägstrich auch ihre Relevanz in Sachen der Umsetzung verdient. Und das mal hier zur Schulterkopf-Schulter am Chartbeispiel. Klarerweise idealtypisch dargestellt, aber darum geht es ja am Ende des Tages. Man muss sich ja erstmal eine Vision oder eine Visualisierung aufbauen. Wie sieht denn das überhaupt aus? Und dann muss man ein Stück weit in die Praxis übergehen und Chartmuster entsprechend definieren und suchen. Und da kommen wir jetzt mal zu den Details, die ich, wie gesagt, anhand von Thomas Bulkowski eingangs erklärt, hier anhand der Tagesschartkerzen und Aktien abgeleitet sehe, beziehungsweise weiß. Da seht ihr mal, was hier sozusagen die Eckdaten sind. So, ich hoffe, das konnte schon mal jeder auf sich wirken lassen. Grundsätzlich sind das sozusagen die Resümees aus seinen Ergebnissen im Rahmen der Aktienauswertung. US-amerikanische Aktien übrigens und alle nur hochliquide, also nicht irgendwelche Penny Stocks. Aber das ist tatsächlich etwas, was hier sozusagen schwarz auf weiß skizziert wurde. Und hier wurde auch bestätigt, dass die ja, das Random-Walk-Prinzip oder die Kaffeesatzleserei am Aktienmarkt mit Charttechnik Nonsens ist. Ja, es ist keine Wissenschaft, die hundertprozentige Gewinne verspricht, aber es ist eine Ergänzung des Händlers, eine Ergänzung im Rahmen der markttechnischen Analyse, um am Markt einfach ein Stück weit, ja, ich sag mal, mit Finesse vorzugehen. Ja, man sollte grundsätzliche Muster erkennen und definieren können. Und wenn man weiß, die Schulterkopf-Schulterformation hat schon mal eine geringe Fehlerquote, ist das schon mal fein. Wenn man weiß, anhand der klassischen Parameter-Pattern-Abfolge, dass man hier sieht, das Preisziel wird in 63% der Fälle erreicht, dann ist das schon mal besser als ein Münzwurf. Ich weiß einfach, dass hier ein Vorteil liegt, wenn die Schulterformation auftaucht. Das heißt natürlich aber auch umgekehrt, dass wir hier eben nicht einen 100% Durchlauf auch wissen an der Stelle. Ja, das ist auch wieder klar. Es ist immer so, dass man hier einen Vorteil genießt, aber der eben statistisch auch nicht zu 100% zutreffen muss. Deswegen ist auch hier Risk Management wieder eine ganz, ganz wichtige Entscheidung bei seinem Trading-Prozess. So, Ausbruch daher nicht zwingend abwarten, ist die Idee mit der rechten Schulter. Ja, wenn man sieht, so eine Schulterkopf-Schulterformation, kann man auch spekulativ schon in die Ausbildung der rechten Schulter reingehen, weil man erwartet, dass es zu einer Schulterkopf-Schulterformation kommt und man sozusagen einen ja, aggressiveren Entry findet. Das heißt, der Ausbruch aufgrund dieser Zahlen muss nicht zwingend abgewartet werden und der Rückgang, der wahrscheinlichste nach einem Ausbruch, hier ist ein Punkt zu viel, beträgt 15 bis 20% auf Aktien, wohl bemerkt. Ne, am Devisenmarkt wäre das ja der absolute Untergang für eine Währung, wenn das passiert, ausgeschlossen türkische Lira, aber grundsätzlich
Dieser Ausbruch ist technisch möglich. Und das ist die Geschichte mit den auffallend vielen Pullbacks, also Rückläufen, Rückkehrbewegungen an das Ausbruchslevel. In rund 45% der Fälle findet das statt. Und das ist auch wichtig zu wissen, selbst wenn man die Schulterkopf-Schulterformation eben im Trigger verpasst, beziehungsweise in der Ausbildung, wenn man so ein Ding identifiziert, kann man in diesen Pullback hinein auch versuchen einzusteigen. Also zweite Chance gegeben, hier durchaus möglich, da nochmal ein Entry zu finden. So. Dann zur Untertassenformation. Das sind jetzt, wie gesagt, Formationen, die auf großen Zeitebenen primär funktionieren. Wie auch schon gesagt, in größeren Zeit, also die Untertassenformation ist sowieso eine Formation, die jetzt auf keinen Fall im 5-Minuten-Chart funktioniert, sondern das ist eine Formation, die sich über Wochen, schrägstrich Monate ausbaut. Hingegen eine Schulterkopf-Schulter auch mal im Stundenchart auftauchen kann. Aber, nochmal mitnehmen, je höher das Timeframe, desto mehr Volumen, desto mehr Preiseffizienz und desto aussagekräftiger auch die Formation. Also so eine Schulterkopf-Schulter auf Tagesbasis ist einfach viel präsenter als eine Schulterkopf-Schulter im 5-Minuten-Chart. Ja, die ist dann doch schon mit Fragezeichen gesegnet. Aber es gibt auch Händler, zum Beispiel André Rhein, auch vom Godmore Trader, der hier mit Chartformation noch und nöcher agiert und da sehr profitabel unterwegs ist und diese auch durchaus in Intraday-Timeframes anwendet. Aber dazu gehört natürlich auch eine gewisse Expertise im Rahmen der Erfahrung, muss man wissen. So, aber Untertassenformation, auch hier wieder so ein Stück weit Analogie zur Realität. Es hat sich sozusagen hier eine Art Untertasse gebildet. Ich habe jetzt hier so einen Hakenschlag mal drin, auch mit dieser Umsatzentwicklung hier, die als vorzeitiger Ausbruch definiert werden kann. Genau da steht es auch. Das muss nicht passieren. Es gibt auch klassische Untertassenformationen. Schaut euch hier zum Beispiel gern auch mal den Looney an. Ihr wisst ja, in der Vita bin ich da vielleicht drüber gerollt, aber ich bin selber großer Forex-Fan, also Devisenmarkt-Fan. Seit 2007 hatte ich da gehandelt, damals noch in den USA bei einem Broker. Da gab es ja JFD noch gar nicht 2007, aber glücklicherweise herrschte ja dann der Transparenzeinzug im Grunde genommen. Aber hat sich hier eben beim Looney, das ist der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, also hier wird der US-Dollar in CAD gehandelt, USD/CAD als Währungssymbole, hat hier eine Untertassenformation par excellence auf Big Picture-Sicht abgeleistet. Ich meine, es ging 2011, 2012 los. Schaut euch diesen Chart mal an im Rahmen dieser Untertassenformation. Ein hervorragendes Beispiel am Devisenmarkt, wie so eine Formation sich über Jahre ausbildet und was die Folge dessen ist. Hier, wie gesagt, auch mal wieder ein Schaubeispiel, einfach aufgrund dessen, dass wir das veranschaulich darstellen. Und eben auch hier, das fand beim US-Dollar gerade nicht statt, so ein vorzeitiger Ausbruch, ist aber eine Möglichkeit, der so einen Hakenschlag in der Untertasse aufzeigt, aber grundsätzlich hier eben eine Bodenbildung aufweist. Ja, und hier jetzt auch wieder für Aktien speziell bezogen, auch fallende Umsätze im Rahmen der fallenden Bewegung und wieder dann langsam steigende Umsätze im Rahmen der steigenden Bewegung. Es ist ein Prozess der Zeit. Und wichtig hier an der Stelle, dass sich dann sozusagen ein kleines Tableau, eine kleine Plattform ausbildet. Das ist sozusagen der Henkel an der Geschichte. Und dieser Henkel visualisiert eben hier diese Formation im Rahmen der Untertasse, eben Tassenformation, und erlaubt, dass nach dieser Konsolidierung auf der rechten Seite dann eigentlich eine Trendfortsetzung stattfindet, die, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder durch das vorzeitige Ausbruchshoch getriggert wird, Schrägstrich mit diesem Ausbruchsimpuls selbst getriggert wird, wenn die Range nach oben verlassen wird, dann hat man die Situation, dass hier ein Kauftrigger erfolgt. Und hier haben wir nochmal ein Beispiel für die mögliche Projektion des Preisziels. Wenn der vorzeitige Ausbruch nicht stattfindet, dann hat man diesen Pfeil praktisch hier nach rechts zu setzen, nimmt sozusagen das obere Hoch der Range, trägt das nach unten ab bis zum Tiefpunkt der Untertasse und setzt das dann hier an das Ausbruchslevel, um hier nach oben die entsprechende Zielprojektion zu erhalten. Grundsätzlich ist das der Trigger, wenn die Range verlassen wird. Sollte es so eine vorzeitige Ausbruchsbewegung geben, wäre das dann entsprechender Trigger. Aber auch hier eine sehr, sehr interessante Formation und auf jeden Fall mal mitnehmen für Big Picture Betrachtungen, um eben einfach hier in den großen Timeframes sich da ein Stück weit auch wohlzufühlen. Ja, gerade in der Wochenendanalyse, wie gesagt, bei Währung ist auch so, dass ich da zum Beispiel die Monatscharts eben einmal im Monat, in der Regel logischerweise am Anfang des neuen Monats, mir anschaue. Und da ist der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar eben damals über die Jahre 2012, 13, 14, 15 in so einer riesen Untertassenformation gewesen. Ja, das heißt, so eine Formation kann sich auch über Jahre erstrecken. Aber grundsätzlich hier nochmal die Details jetzt zur Untertassenformation. Ein lang andauernder Prozess, mal mindestens 6 Monate. Das heißt, diese Formation findet ihr möglicherweise in
Intraday-Charts, aber da hat es keine Relevanz, gibt auch keine statistischen Ergebnisse. Viel relevanter ist das auf den ganz großen Bildern. Ja, und das findet ihr bei Aktien, das findet ihr, da nennt man ja auch so Turnaround-Kandidaten, gerade bei Aktien so ein Thema. Ja, ich will nicht sagen, dass die Deutsche Bank vielleicht so ein Titel der Zukunft sein könnte, aber dass die ja wirklich in einem Nirvana sich gegenwärtig bewegt, ist ja wohl jedem klar. Und vielleicht bildet sich da auch eine Untertassenformation mit Blick auf die nächsten Jahre, oder es gibt unglücklicherweise die Deutsche Bank in vielen Jahren vielleicht nicht mehr. Wir wissen es alle nicht, de facto aber. Zur Untertassenformation zurück. Spannende Geschichte, dauert länger und Fehlerquote ist erschreckend positiv gesehen gering. Denn die Fehlerquote nach Ausbruch liegt nur bei 5%. Das heißt, wenn so eine Formation auftaucht, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es eben im hohen Timeframe ist, mit hoher Preiseffizienz, hohem Volumen, wird die auch in der Regel fortgesetzt. Bei Aktien genereller Anstieg von mindestens 20% möglich. Und in 36% der Fälle wird sogar das projizierte Preisziel erreicht. Ist jetzt ein Stück weit weniger als bei der Schulter-Kopf-Schulter. Das sind eben die eins, zwei, drei, die Unterscheidung. Jetzt habe ich es der einzelnen Formationen. Hier ist es natürlich nicht so, dass es ein Abziehbild von einer zur anderen gibt, sondern jeder hat ihre Vor- und Nachteile. Und insofern, da das Preisziel eben in weniger als der Hälfte der Fälle erreicht wird, sollte man zwingend mit Trailing Stops, also nachlaufenden Gewinnsicherungsmaßnahmen arbeiten. Ja, da kann man sich der Markttechnik bedienen oder eben der Theorie, dass man einfach die letzten Tiefs dann nimmt, um sozusagen sein ursprüngliches Risiko, Schrägstrich, dann im Idealfall entstandene Gewinne abzusichern. Umsatzverlauf ähnelt ebenso einer Schüssel, insofern eigentlich sehr, sehr gut zu definieren. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr schauen, liebe Leute. Ach hey. Okay. Ich will jetzt hier nicht wie ein Maschinengewehr jetzt die letzten Minuten abspulen, aber wir sind jetzt mit den Trendumkehrformationen fertig und ich habe jetzt hier noch einiges an Trendbestätigungsformationen mitgebracht, wie ihr seht. Wir haben nämlich hier Flaggenwimpel. Und eben auch symmetrische Dreiecke, sozusagen klassische Rechteck oder Keilformation. Aber ich fokussiere mich mal auf die Flaggen und Wimpel. Die sind sogar in einem Slide zusammengepackt und auf rechtwinklige Dreiecke, nennt man auch aufsteigende oder fallende Dreiecke. Das ist jetzt mal der Fokus, das will ich euch jetzt in den nächsten Minuten noch mitgeben. Ohne wie ein Maschinengewehr zu rattern, ist aber Flaggen und Wimpel relativ ähnlich. Da gehe ich jetzt mal so ein Stück weit schneller durch, weil die auch beide im Chartbild, sozusagen nebeneinander gelegt wurden. De facto auch hier wieder eine Analogie zur Wirklichkeit, zur Realität. Flaggen und Wimpel kennzeichnen sich unter folgenden Gesichtspunkten. Wir haben links die Flagge und rechts die Wimpel als Chartbeispiel. Und so tauchen die auch in der Regel wirklich auf. Also es ist jetzt nicht so subjektiv, will ich mal sagen, wie bei einer Schulter-Kopf-Schulter, weil man auch da nicht so einen großen Preisprozess hat, um die Formation zu erkennen, sondern gerade bei Flaggen und Wimpeln ist das eine relativ schnelle Geschichte mit Schmackes gesegnet. Gab es übrigens auch. Natürlich, weil ich auch Fan von Devisen bin, beim britischen Pfund US-Dollar. Mit einer kleinen Verzögerung, aber da gab es unlängst auch eine schöne Flaggenformation. De facto, was zeichnet diese Formationsarten aus? Man hat einen schnellen Impuls. Das heißt, es muss eine Vorbewegung geben, die relativ betrachtet dynamisch ist, um dann, man nennt das klassische Konsolidierung, in eine gewisse Seitwärts-Abwärtsphase überzugehen. Und da ist die Analogie, das Ganze gleicht sozusagen einem Fahnenmast. Und dann hat man hier die Flagge letztlich. Und das Ganze sieht sich oder zeigt sich in Form einer Range eines abwärts gerichteten Trendkanals, eben einer Flaggenformation. Und wohl wissend, dass das eine bullische Flagge ist, weil es im Aufwärtstrend stattfindet, deswegen Trendbestätigungsformation. Okay, wir haben jetzt Formationen, die sich nicht umkehren oder die Price Action umkehren, sondern die bestätigend wirkend. Wichtig wieder zu wissen, wir sind im Aufwärtstrend. Starker dynamischer Impuls ist die Vorbedingung. Dann gibt es eine Konsolidierung, das schaut aus wie eine Flagge. Und dann hat man genau die Möglichkeit, in diese Konsolidierung hinein einen Trade zu starten. Trend fortsetzen. Das heißt, ich spekuliere auf genau falsch, ich spekuliere auf weiter steigende Preise. Schwupp. Und im Ideal, in der Masse der Fälle, passiert auch genau das. Heißt nicht, dass es auch sich erschöpfende Formationen gibt, dass es Fake-Outs gibt, Fehlsignale. Gar keine Frage. Aber es ist ein Vorteil, diese Formation zu handeln im Rahmen dieser dynamischen Trendfortsetzungsbewegung. Und auch hier vom letzten Ausgangspunkt des Tiefs bis zum Start der Konsolidierungsbewegung erlaubt uns die Formation eine Mindestkurszielberechnung. Hervorragend. Auch hier haben wir die Möglichkeit, ein gewisses Take-Profit-Level im Rahmen des Trades schon zu fokussieren, zu visieren. Und wir haben auch hier im Rahmen des letzten Tiefs ein klares Stop-Level. Ja, das heißt, wenn der hier oben ausbricht, die Aktie, der Index oder auch das Währungspaar, dann darf es hier nicht ein neues Tief gehen. Wenn das hier runtergeht, dann hat sich die Formation eh in Luft aufgelöst. Ja, das heißt, man hat hier klare Parameter, um eben auch aus- und einzusteigen. Und das ist genau das Thema, wo ich sage, die Flagge, sehr, sehr interessant. Sinnbildlich dazu, ohne viel Schmus,
die Wimpelformation. Der einzige Unterschied ist der, dass wir hier nicht so eine Flaggenkonstruktion haben, sondern das Ganze sich in einem zusammenziehenden Preisverlauf im Rahmen eines Wimpels darstellt. Aber die Ideologie dahinter ist genau die gleiche. Das heißt, wir haben hier einen Momentumsschub zu erwarten, der von der Spitze des Wimpels in der Regel ausgeht, Schrägstrich vielleicht auch sogar schon mit einem vorherigen Ausbruchsniveau, wenn wir das letzte Hoch dieser Abwärtsbewegung überschreiten. Ja, man könnte auch hier dieses Zwischenhoch als Trigger nehmen. Aber hier wird sozusagen immer der letzte Triggerpreis genommen. Und auch da hat man eben die Chance, das Mindestziel abzutragen. Und das geht dann relativ dynamisch. Das ist wichtig. Deswegen auch hier zur visualisierenden Darstellung jetzt mal ein paar Key Facts. Und zwar haben wir hier genau den Unterschied, dass hier eine dynamische Vorbewegung zwingend ist. Ja, wenn wir nämlich so einen Seitwärtsflaggenimpuls oder Wimpelverlauf sehen, und davor hat nicht ein dynamischer Ausbruchsimpuls stattgefunden oder Bewegungsimpuls vielmehr, dann ist es nicht wirklich eine Flagge oder ein Winkel. Also die Vorbewegung muss dynamisch sein und der Ausbruch muss sich auch dynamisch fortsetzen. Und auf Tagesbasis bezogen, liebe Leute, ist dieser Ausbruch dann im Prinzip auch einer oder ein Prozess, der sich nach wenigen Tagen vollziehen darf. Ja, das heißt nicht, dass es hier ein großer Abwärtstrendkanal ist, auf Tagesbasis bezogen plötzlich dauert das Ganze jetzt mal hier 3 Wochen oder sowas. Das kann nicht sein. Also ein dynamischer Vorimpuls, der geht wenige Tage, 5 bis 7 Tage wahrscheinlich. Da darf die Flagge danach maximal die gleiche Zeit, schrägstrich weniger, eher die Hälfte, 3 bis 4 Tage nur andauern, um dann sozusagen so einen Ausbruchsimpuls zu erzeugen. Oder eben auf Tage gesehen, muss man das in die Relation setzen, wie lange braucht der Vorimpuls, der dynamisch sein sollte. Und da sollte man sozusagen auch gleiche Schrägstrich die Hälfte der Zeit im Rahmen der Flagge sehen und dann muss das auch weitergehen und entsprechend dynamisch sich fortsetzen. Hat man hier, kleines Teaser-Feature, im Rahmen von Aktien rückläufige Umsätze. Während der Formationsausbildung ist das sozusagen ein zusätzlicher Appetizer, wo man sagt, okay, die Formation kann hier durchaus ja, mit Erfolg gekrönt sein. Interessant aber zu wissen, dass hier speziell die Flagge der statistische Gewinner zum Wimpel ist. Ja, gerade in der Auswertung hat man hier natürlich die Möglichkeit auch zu sehen, aha, was funktioniert nicht. Und hier sehen wir insbesondere, sage ich mal, zwei Verhältnisse, die wir gerade auch bei dem Wimpel sehen, die hier zu Vorteil der Flagge auftauchen. Denn die Fehlerquote und auch das entsprechende projizierte Preisziel ist bei der Flagge einfach besser. Ja, hier 62% zu 55 und insbesondere die Fehlerquote hat einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied. Das sind zwar teilweise nur Nuancen, aber am Ende des Tages ist es so, die Fehlerquote ist einfach beim Wimpeln ein Stück weit schlechter anhand der statistischen Auswertung von Thomas Bukowski. Ist so. Kann man jetzt philosophieren, warum und wieso. De facto sind das die Rahmendaten, was den Wimpel aber selber jetzt nicht unbedingt schlechter macht, sondern einfach nur statistisch ein Stück weit ins Abseits stellt zur Flagge. Okay, ansonsten hier die Eckdaten entsprechend visualisierbar und ich will gleich im Weiteren, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit mitgebracht, zum steigenden Dreieck als Chartbeispiel kommen. Ja, da habe ich im Prinzip jetzt auch das Fallende nochmal mitgebracht, aber hier das Steigende ist jetzt mal die Ausgangssituation. Beim fallenden Dreieck ist es im Prinzip einfach nur umgedreht. So, da hat man die Situation, dass natürlich auch hier im Rahmen einer vorherigen Aufwärtsbewegung die sich sehr wahrscheinlich fortsetzen sollte. Deswegen spricht man ja auch wieder von Fortsetzungsformationen. Hier sozusagen pausiert, konsolidiert wird der erste Aufwärtsimpuls und dann sieht man hier sehr schön, aha, der ganze Markt sucht sich so ein bisschen Pause, Gewinnmitnahmen, was auch immer, aber man hat hier oben sozusagen einen Widerstandsbereich etabliert, sieht aber, dass im Rahmen dieser Konsolidierung höhere Tiefs im Rahmen dieser Formation gemacht werden. Das erlaubt dann den Impuls eines aufsteigenden Dreiecks formationstechnisch, dass die Wahrscheinlichkeit in sich birgt, hier einen positiven Ausbruch auf der Oberseite zu erzeugen, der sich dann auch entsprechend dynamisch weiter fortsetzt. De facto hat man hier aber eine kleine Unterscheidung auch, das Ausbruchsziel. Also die Take Profit, die mögliche Mindestzielberechnung, ist etwas weniger weit weg als bei den Flaggen- und Wimpelsymbolen oder in den Formationen vielmehr und hat hier eben die Situation, dass das Ganze sich sozusagen, wenn man es nach oben projiziert, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, erreicht zu werden. Einfach, weil man hier eben die Spanne der Formation selbst nach oben abträgt und nicht wie beim Wimpel oder der Flagge den Vorimpuls. Kleiner, aber feiner Unterschied, aber führt natürlich dazu, dass beim steigenden Dreieck hier in dieser Formationsbeschau natürlich die Ausbrüche, die Fehlerquote relativ gering ist. Also es ist wirklich unglaublich stark. Kursanstieg entsprechend proportional durchaus auch nach oben gerichtet, was sich sehr, sehr
Wie soll man sagen? Aber auszeichnend bei der Formation ist, dass das projizierte Preisziel in knapp 90% der Fälle nach oben eben berechnet erreicht wird. Das ist hier anhand der Aktien, wie gesagt, US-Markt, Thomas Bukowski abgeleitet. Es ist einfach eine Wahrscheinlichkeit, die häufig eintritt, liegt aber auch in der Sache oder in der Ursache begründet, dass die Range hier nur nach oben abgetragen wird. Es gibt auch, ohne es zu kompliziert zu machen, auch Methoden, die dann hier die Vorbewegung nach oben abtragen, um sozusagen der Formation noch mehr Spielraum einzuräumen. Das ist aber etwas, da muss man bei Bukowski ein bisschen recherchieren, Schrägstrich auch seine eigenen Erkenntnisse natürlich rein würzen. Ansonsten vorzeitige Ausbrüche gibt es auch. Das ist wie bei jeder Formation. Man kann sich auf die Lauer legen. Es gibt Trigger-Level, aber es gibt auch Formationen, die dann schon vorher ausbrechen, Schrägstrich vielleicht auch ein Stück weit Fakeouts produzieren. Wichtig ist einfach hier auch eine gewisse, ja, ich sag mal, Vertrautheit zur Formation zu entwickeln oder den Formationen, ohne sich hier in einer Lieblingsformation hinzugeben, weil der Markt ist so groß, liebe Leute, ihr könnt euch immer das perfekte Underlying aussuchen. Ihr müsst nicht nur den DAX handeln, ja, ihr müsst auch nicht nur Euro-Dollar handeln. Gerade bei Währungen, muss ich wieder die Brücke schlagen, gibt es, sag ich mal, mit 30 Währungen inklusive Gold und Silber habt ihr die kompletten Globus abgedeckt der frei handelbaren Währungen. Und da habt ihr jeden Tag, wie beim DAX 30 mit den Aktien, 30 Chancen, die ihr identifizieren könnt, um eine Trade-Idee zu entwickeln. Hammer, wie ich finde, ja. Und das ist natürlich was, was spannend ist. Und deswegen hier einfach mal drauf achten, auch da ein bisschen in die Breite zu gehen. Unabhängig dessen, dass Aktien natürlich auf die Formation bezogen interessanter sind, weil sie statistisch ergreifbar, auswertbar waren. So, jetzt gehe ich nochmal relativ schnell durch wegen dem fallenden Dreieck. Sieht genauso aus wie das steigende, entscheidet sich aber nur vor dem Hintergrund dessen, dass wir hier einen vorherigen Abwärtsimpuls haben. Ja. Jetzt sehe ich gerade, blinken, es waren schon vorher ein paar Fragen. Robert, gehe ich gleich nochmal ein auf die Fragen. Ich sehe gerade ein paar mehr. Stefan auch, Manfred gerade gefragt. Jetzt blinkt nämlich das Fragefenster. Zurück zum fallenden Dreieck kurz. Es ist im Prinzip genau gedreht wie das steigende Dreieck. Ist es jetzt das fallende Dreieck? Selbe Ablaufkonstruktion, eben aber hier in dem Falle eines Abwärtsimpulses. Trendfortsetzung geht wohl dann wahrscheinlich statistisch eher nach unten und wir sehen hier die entsprechende Projektion. Neben den Daten, die ich jetzt hier euch da sende, gleich noch ein kleines Feature am Abschluss. Zum Abschluss lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, liebe Leute. Kurz die Daten eben hier, dass das fallende Dreieck eine gewisse Fehlerquote aufweist, die höher ist. Die statistischen Daten sind hier auch etwas schlechter. Mag auch in der Tatsache begründet sein, dass wir natürlich hier bei Aktien generell von einem Long Bias sprechen. Ja, die Geschichte der Aktien weist von links unten nach rechts oben steigende dynamische Zahlen. Population wächst, Wirtschaftswachstums wächst, etc. etc. Das heißt, hier ist es natürlich eher so, dass man Long Bias hat und hier im Prinzip Trendfortsetzungsformationen auf der Long-Seite generell besser funktionieren als auf der Südseite. Das erklärt auch, warum das fallende Dreieck so ein Stück weit schlechter von den Quoten daherkommt, was aber jetzt nicht unbedingt in meiner subjektiven Einschätzung heraus die Relevanz von fallenden Dreiecken schlechter macht. Ich finde sie unverändert spannend. Im Übrigen, so ein fallendes Dreieck, noch Beispiel dazu, schaut euch mal den Bitcoin an, 2016, 17, 18, da gab es, also 18 war es genau, die mega fallendes Dreieck, was punktuell auf Tagesbasis, Wochenbasis gesehen, nach unten aufgelöst wurde mit dem Bruch der 6.000-Dollar-Marke. Sehr, sehr spannend. Lasst mich kurz, bevor ich zum Appetizer komme, zum Fazit kommen. Technische Analyse funktioniert. Es gibt gute und weniger gute Formationen, klarerweise. Tatsache ist, ihr müsst euch den Baukasten der technischen Analyse bedienen. Ihr müsst Wissen und Vorteile erkennen, definieren, das auf eure eigene Trade-Analogie adaptieren. Und am Ende des Tages habe ich hier noch den Forex-Bull für euch mitgebracht, der so eine Art tägliche Kristallkugel-Vorausschau ist. Ich freue mich hier in Kürze, und da haben wir schon einige Interessenten sozusagen an den Start gebracht, im Rahmen dessen, dass wir das jetzt mehr oder weniger mal wieder angesprochen haben, dass hier sozusagen der Markt mit einer Kristallkugel-Vorausschau analysiert wird. Auch Pattern-Analyse übrigens anhand, in dem Fall aber nicht von Formationen oder Candlestick-Mustern, sondern hier arbeitet eine künstliche Intelligenz, die sozusagen, ja, am Ende des Tages jeden Tag Ideen auswirft. Und wer hier Interesse hat, liebe Leute, schreibt mit dem Stichwort Forex-Bull an support@jfdbank.de. .com ist praktisch das Gleiche. Hier landet ihr nur einfach im deutschen Channel. Und wenn ihr dann sozusagen das Ganze angeschrieben habt, Stichwort Forex-Bull, wir bitten um Aufnahme der Mailinglist, dann würde ich euch hier anschreiben lassen, wenn es konkret wird im Rahmen der Anwendung vom Forex-Bull. Das ist ein Tool, was wir nur JFD-Kunden zur Verfügung stellen im Rahmen der Kooperation mit dem Forex-Bull-Creator. Ich kenne das Tool seit vielen, vielen Jahren. Das war eine ganze Zeit nicht mehr zugänglich für
klassischer Trader, sondern nur noch im institutionellen Bereich. Insofern freue ich mich, da an den Start zu gehen. Wie gesagt, wer Interesse hat, schreibt uns an, ihr kommt in die Mailingliste und ich darf euch versprechen, noch vor dem Monatsablauf gibt es da entsprechende Mailings und News. Wird nicht kostenlos sein, das Tool, aber mal unter uns gesagt, 1 € am Tag ist sicherlich nicht zu viel verlangt und insofern hier an der Stelle auf jeden Fall bei Interesse melden. Ansonsten klarerweise sage ich jetzt erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich will hoffen, es hat euch gefallen. Neben dem, dass ich hoffe, ihr seid schon JFD-Kunden, auch im Rahmen des Forex Bulls und eben der Appetizer, die wir immer wieder anbieten, wisst ihr, dass wir auch den kostenlosen Handel anbieten und eben im Prinzip hier auch natürlich neben unserem Partnerprogramm auch investieren ermöglichen mit unserem QuantFX. Das ist noch ein hervorragendes Trading-Produkt mit herausragenden Ergebnissen hier auch gerade zur Krise, zur Corona-Pandemie. Also es gibt auch tatsächlich hier Produkte, die im Rahmen dieser Schwäche Rendite erzeugt haben. Informiert euch da auf unserer Website JFD Bank Welcome. Ich will es an dieser Stelle dann eigentlich auch schon dafür belassen. Freue mich, dass ihr dabei wart. Freue mich auf jeden Fall für die reichhaltige Anteilnahme, für auch die Fragen, die ich jetzt noch kurz abspule. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir sehen uns, hören uns vielleicht morgen zum nächsten Livestream hier 9:30 Uhr beim Devisenradar oder eben dann bei diversen anderen Events, die wir hier immer wieder durchführen, zum Beispiel auch Montag die Wochenschau-Show mit Bernd Zienkowski. Also bleibt da informiert. Kurz nochmal zur Frage des Volumens, Robert. Farbe beim Volumen ist eine Einstellungsgeschichte. Ja, wenn man mal hier klassisch auf den Chart geht, okay, jetzt habe ich hier Devisenpaare. Jetzt muss ich mal, nehmen wir mal eine Aktie rein. Was haben wir denn da als Beispiel? Nehmen wir mal eine Amazon. So, da haben wir im Prinzip ja hier unten Volumenzahlen, wo man einfach sagt, hey, an der Stelle hier unten Farbe des Volumens sehr relativ. Es gibt steigendes und fallendes Volumens. Das wird entsprechend dann hier auch oder herausragende Volumens gekennzeichnet. Kann man sich zum Beispiel bei Guidance oder auch beim MetaTrader entsprechend farblich visualisieren lassen, ist aber natürlich auch eine sehr individuelle Einstellungsvariante oder Möglichkeit. Nächste Frage, Möglichkeit die Präsentation. Stefan, da müsstest du eine E-Mail an den Support schicken. Generell machen wir es nicht, aber wenn da Interesse besteht, neben dem Forex Bull vielleicht sogar, dann einfach eine E-Mail an den Support und dann lässt sich das machen. Manfred, wie wird das berechnet, der Take Profit? Jetzt habe ich das war 11:56 Uhr. Ich meine, das war dann die Projektion bei wahrscheinlich dem steigenden oder fallenden Dreieck. Im Prinzip nimmt man das Kursverhältnis. Ich mache das mal hier kurz bei der Aktie, weil ich jetzt gerade hier bei der Amazon bin, sozusagen. Nehmen wir mal den Rainbow raus, damit wir ein bisschen mehr Chartklarheit haben. So, Trendfolger. Momentum war es. So, Durchschnitte. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Triple, da ist der Rainbow. Manchmal sind wir im Wald vor lauter Bäumen nicht. Wieso sehe ich denn jetzt hier nicht eine Anzeige? Ist Murphy's Law. Ich will den nämlich eigentlich rausnehmen, damit wir hier nicht zu viel im Chart haben. Löschen, löschen, aber irgendwie will er nicht. Warum ist denn der Rainbow hier noch zu sehen? Okay, sei es drum. Von der Projektion mal hier einfach abgenommen als Beispiel hoch und tief. Ja, wenn man das mal jetzt als Formation sieht, haben wir hier im Prinzip knapp $227 auf die Amazon rechnet und die 11%. Und das Ganze trägt man dann sozusagen nach oben ab als Beispiel. Im Rahmen der prozentualen Änderung ändert sich das prozentuelle Feld nicht, aber hier die Dollaranzeige entsprechend. Und das projiziert man dann sozusagen nach oben drauf. Und so kann man relativ simpel die Projektion festlegen. Ich doch mal den Rainbow hier rausmachen. Rainbow-Linie. Komisch, dass ich den nicht rausgegangen. Aber ihr wisst, was ich meine. Im Prinzip ist das so eine Projektionsmöglichkeit, die man hier sehr simpel darstellen kann. Take Profit berechnet. Ansonsten vielen Dank. Jawohl, dann haben wir im Prinzip schon mal gar keine weiteren Fragen. Das freut mich. Ich hoffe, ich konnte euch, wie gesagt, an der Stelle abholen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne auch beim Support ein Feedback da. Wer auch Interesse an Teil 1, 3 und 4 hat im Rahmen der technischen Analyse, da ist durchaus die Idee, dass wir so eine Serie auflegen. Fühlt euch da willkommen und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Donnerstagsverlauf. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Wünsche euch Happy Trades, passt auf eure Stops auf und viel Erfolg beim Handel. Ich melde mich gleich ab und alles Weitere wird sich in Zukunft zeigen und Obacht geben, mit wem ihr handelt.
Augenzwinker und auf bald. Euer Chris sagt Tschüss.